Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video würde ich euch gerne die Filterung durch den Bodengrund vorführen. Und zwar, falls euch das noch nicht bekannt ist, ist es so, dass der Bodengrund im Aquarium auch eine sehr sinnvolle Filterfunktion im Aquarium erfüllt. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten von Bodengründen, wie ihr sie jetzt sehen könnt. Beispielsweise habe ich hier auf der einen Seite den guten alten Sand. Den sehr feinkörnigen, der dadurch eine sehr große Oberfläche hat. Und die etwas gröberen Kiesel, die man auch kennt als Zierkies, handelsüblich ausgewaschen und hereingegeben. Und zwar funktioniert das Prinzip der Filterung mittels dem simplen physikalischen Prinzip der Diffusion. Was heißt, dass die Stoffe von dem höher konzentrierten Bereich in den niedriger konzentrierten Bereich übergehen, da immer ein Ausgleich angestrebt wird der verschiedenen Stoffe. Und das hat also zur Folge, dass beispielsweise das Schadstoffe aus dem Wasser vom Boden sozusagen absorbiert sind, was ja also auch bei einem stehenden Gewässer funktionieren kann. Funktioniert allerdings noch besser, wenn man etwas Strömung hat. In der Natur beispielsweise wird das Wasser ja auch im Fluss über den Boden gespült und dadurch verbleiben einige Partikel auch größerer, gröberer Art an den Kieseln verbleibend. Aber ich würde sagen, jetzt kann ich euch mal vorführen, wie ich mit Hilfe von meinen Schläuchen hier eine Art Strömung in diesem Aquarium verursachen kann, mit der Pumpe, die sich hier befindet. Vorher können wir hier noch einmal sehen, und das ist nämlich wichtig, dass wir hier diesen Schlauch haben, welcher beide miteinander verbindet. Und wenn man jetzt genau hinsieht, kann man erkennen, dass sich hier sogar schon Schnecken im Inneren befinden. Und zwar nicht nur diese eine hier direkt am Ursprung, sondern auch hier oben finden wir die zweite Schnecke, welche hier im Weg schon fast durch den Schlauch befunden hat. Und dieser Schlauch ist nicht nur für Schnecken geeignet, sondern auch für kleine Fische, die hier durchpassen. Das ist beispielsweise sinnvoll, wenn ihr, so wie ich, in einem Aquarium hier einen räuberischen Krebs habt. Wenn man ihn finden kann, aber ich glaube, er hat sich versteckt. Vorhin saß er noch hier in der Ecke, aber ich nehme an, jetzt ist er ist zu erkennen, sehr gut. Und deswegen, es kann passieren, dass die Fische dort verschreckt werden und dann eben vor dem Krebs durch diesen Schlauch in das andere Aquarium flüchten können, sozusagen. Und wie wir auch hier sehen können, ist schon direkt meine Pumpe installiert, welche in diesem Fall hier jetzt meinen Wasserfall, den ihr hier oben sehen könnt, betreibt. Aber da ich jetzt vorhabe, mein anderes Aquarium mit einer Strömung zu versorgen, würde ich sagen, mache ich die Pumpe erst einmal kurz aus, indem ich einfach nur den handelsüblichen Stecker herausziehe. Und schon müssten wir jeden Augenblick feststellen, dass es aufhört, hier herunterzulaufen. Und dann nehme ich mir noch dieses Gefäß hier zur Sicherheit. Denn nun kommt der Teil, wo ich die beiden Schläuche austausche. Und zwar diesen langen hier stecke ich jetzt hier dran, wo meine Wasserfallpumpe vorhanden ist. Dann können wir das also entfernen und das hier hoffentlich passend daran stecken. Die meisten Pumpen haben eine Öffnung, die universell ist, also für die meisten Schläuche geeignet. Wenn er zu groß ist, habt ihr allerdings eventuell Schwierigkeiten, eure Pumpe anzuschließen an den Schlauch. In diesem Fall hatten wir tatsächlich das Problem, dass dieser Schlauch hier eine zu große Öffnung hat. Aber mittels eines zweiten, etwas kleineren Schlauchs können wir so eine Art Adapter basteln, welcher jetzt mir nicht nur eine etwas längere Länge bietet, sondern eben auch dafür sorgt, dass ich den Schlauch tatsächlich anschließen kann an meine Pumpe, wie ihr es nun sehen könnt. Einfach heraufstecken, es ist einfacher als man denkt. Und prinzipiell brauche ich das hier jetzt eigentlich nicht. Denn da ich die Pumpe noch nicht betrieben habe, kann ich einfach den Schlauch erstmal an seinen gewünschten Ausgangspunkt überbringen. Natürlich aufpassen, dass ich hier keine Muschelblumen mit rüberbringe. Und nun nämlich hier herein. Ich lasse es etwas über der Oberfläche, damit ihr sehen könnt, wie jetzt gleich das Wasser herausströmt, wenn ich den Stecker hereinstecke und hoffentlich keinen Stromschlag kriege. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr mit Wasser hantiert, dass ihr nicht mit den nassen Händen am Stecker rumhantiert. Aber hier könnt ihr jetzt vielleicht sehen, wie langsam aber sicher das Wasser hier hereinströmt. Und da sehen wir auch schon das Erste, was passieren kann, wenn ihr es
macht. Da müsst ihr nämlich aufpassen, denn so wird auch eventuell euer Sand aufgeschwemmt. Deswegen ist es besser, eine Strömung immer dort zu verursachen, wo der Bodengrund etwas robuster ist. Aber wir können vielleicht erkennen, dass hier eigentlich nur die feinkörnigen Dinge weggespült werden, aber nicht mein Sand an sich. Aber wenn wir tiefer reingehen, würde es sicherlich auch so kommen. Jetzt könnt ihr die Strömung zwar nicht mehr sehen oben, aber sie ist immer noch vorhanden im Aquarium. Und, das habt ihr ja auch schon in meinem anderen Video gesehen, kann man so die Fische auch dazu animieren, mehr herumzuschwimmen, da sie gegen den Strom anschwimmen in der Natur. Wollen wir noch mal gucken, ob hier noch Wasser herauskommt, tatsächlich. Mit etwas Luft, was hier so hereinkommt, ist es noch etwas vorteilhafter, denn so habt ihr nicht nur eine Strömung, sondern reichert auch euer Wasser mit Sauerstoff und CO2 an, was beides Gase sind, die sich in der normalen Luft nämlich befinden. Stickstoff natürlicherweise auch, aber der ist für unsere Aquarienbewohner nicht weiter wichtig. Allerdings in einem anderen Zusammenhang durchaus relevant, wenn wir von Nitrit oder Nitrat reden, was sich nämlich Stickstoffverbindungen nennt. Daher müsst ihr damit aufpassen. Aber wir sehen auf jeden Fall, man hat mehrere Vorteile durch diese Strömung. Aber wie erwähnt, ihr solltet es, wenn ihr es macht, natürlich so installieren, dass eure Fische nicht davon betroffen sind. Oder euer Bodengrund aufgeschwemmt wird. Hier könnt ihr jetzt sehen, dass mein Aquariumspiegel sich nach und nach wieder ausgleichen wird durch den zweiten Schlauch, der die beiden miteinander verbindet. Denn obwohl es jetzt vielleicht nicht so aussieht, ist dieses hier durchaus auch eine Strömung, welche aus dem Schlauch hier entkommt und von hier entspringt, mittels des Kreislaufs. Denn so könnte das Wasser, der Wasserspiegel sich auf die Dauer ausgleichen. Allerdings fällt euch vielleicht auf, dass der hier etwas höher ist als der hier. Ja, das liegt daran, dass der Filterschlauch bzw. mein Ausgleichsschlauch hier teilweise mit Schnecken blockiert ist sozusagen. Und deswegen muss man da natürlich auch aufpassen, was man tut, damit der Schlauch immer frei bleibt. Aber wenn ihr natürlich nur ein Aquarium habt, stellt sich bei euch dieses Problem erst gar nicht auf. Aber ich würde sagen, schauen wir doch lieber jetzt nochmal, was wir hier so sehen können. Man sieht, im Bodengrund können sich nicht nur die Schadstoffe sammeln, sondern auch Kleinstlebewesen, wie hier beispielsweise meine Bachflohkrebse, welche allerdings zugegebenermaßen nicht unbedingt die strömungsaffinsten Zeitgenossen sind. Daher würde ich davon abraten, sie zu sehr zu beströmen, denn so werden sie nur weggespült. Aufgrund ihrer kleinen Größe können sie nicht gegen so starke Strömung ankommen. Aber solche Lebewesen halten sich generell eh lieber in unserem grobkörnigeren Kies in den Zwischenräumen auf. Und diese Organismen können auch dafür sorgen, dass euer Wasser am Ende sauberer bleibt und sauber wird. Deswegen ist immer eine gesunde Mischung zu empfehlen. Die einen sagen natürlich so, die anderen so. Aber ich bin der Meinung, beides hat Vor- und Nachteile. Daher sollte man bestenfalls schauen, was den eigenen Ansprüchen am besten entspricht. Es sollte auch eine relativ dünne Bodenschicht eigentlich ausreichen, da die Oberfläche das ist, wo das Wasser mit dem Bodengrund zusammentrifft und dort eben halt diese Diffusion auch stattfindet. Und dadurch habt ihr dann halt eben diese Filterwirkung in einem Aquarium ohne Filter. Das heißt, ihr könnt nicht nur mit Moos und anderen Pflanzen über Wasser eine Filterwirkung erzielen, sondern auch einfach passiv durch den Bodengrund dafür sorgen, dass euer Aquarium immer sauberes Wasser hat. Hier können wir jetzt also noch einmal genau erkennen, dass tatsächlich da eine Strömung vorhanden ist von einem ins andere Aquarium. Und zwar zeige ich euch das, indem ich hier diesen Schlauch etwas über die Wasseroberfläche hänge, und ihr könnt sehen, dass dort tatsächlich die ganze Zeit Wasser rausläuft und auch eine Art Strömung verursacht. Ich hoffe, es ist gut zu erkennen, denn wie erwähnt, ist das auch eine Ausgleichsmaßnahme. Dafür muss euer Schlauch natürlich auch einen gewissen Durchmesser haben, damit sich es am Ende auch ausgleichen kann. Wenn natürlich der Schlauch, durch den es reinläuft, genauso groß im Durchmesser ist wie der Schlauch, durch den es herausläuft, dann kann es quasi einen ziemlich guten Ausgleich geben. Denn, wie erwähnt, sind diese Aquarien miteinander verbunden. Dieses Prinzip funktioniert nicht nur, wenn man zwei Aquarien hat, sondern auch bei weitaus mehr Aquarien, beispielsweise 5 oder 6 oder 7 Stück. Sie müssen nur alle auf einer Ebene sein, und dann wird sich der Wasserspiegel hier wieder angleichen, auf die kurze oder mittelfristige Dauer gesehen.
Könnt ihr es hier erkennen? Wir können uns auch vorstellen, dass dieses Prinzip hier ohne Strom funktioniert. Denn dieser Schlauch, der dieses mit diesem Aquarium verbindet, wo ihr es gerade habt, Strömen sehen oder nochmal sehen könnt hier, ist nämlich durchaus verbunden ohne Strom. Jetzt fragt ihr euch natürlich sicher, wie schaffe ich es erstmal, dass mein eines Aquarium einen höheren Spiegel als das andere hat. Ja, dafür braucht ihr dann vermutlich eine Pumpe, um erstmal den Spiegel zu erhöhen. Oder ihr füllt es von Anfang an mehr, aber dann wird dieses ganze Prinzip nur funktionieren, bis sich der Wasserspiegel wieder angeglichen hat. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert es wirklich sehr gut. Die Aquarien haben wirklich fast genau den gleichen Spiegel. Und ich bin mir sicher, wenn wir noch wenige Minuten warten, dann wird das eine hier sicherlich nicht überlaufen. Aber das ist wohl ein Problem, das sich mit mehr Schläuchen sicherlich lösen lässt. Denn wie man in der Aquaristik so schön sagt, es gibt nie genug Schläuche, nur zu wenig Schläuche. Und so könnte es zu Problemen kommen. Deswegen, wenn ihr das tut, achtet darauf, dass ihr genug Durchlauf habt, dass eben euer Spiegel sich angleicht. Aber an und für sich habt ihr jetzt gesehen, dass es hier durchaus eine sehr sinnvolle Methode ist, um euer Aquarium mit Strömung zu versorgen. Mit einer Doppelströmung einmal hin und einmal wieder zurück. Das Ganze könntet ihr nur abkürzen, indem ihr diesen Schlauch, durch den das Wasser hereinläuft, direkt mit dem, durch das es wieder herausläuft, verbindet. Weil dann habt ihr einen geschlossenen Kreis, es fließt quasi hier raus und direkt wieder rein. Dann habt ihr hier allerdings auch keine Strömung. Deswegen wäre es sinnvoll, das eine Ende an der einen Seite des Aquariums für den Einlauf und an der anderen für den Durchlauf zu installieren. Denn so habt ihr dann ein ausgeglichenes Aquarium, einen ausgeglichenen Aquariumspiegel und Strömung im ganzen Becken. Was ihr mit einer Pumpe normalerweise sonst nicht in zwei Aquarien hättet. Aber in diesem Fall haben wir es und ich denke, es funktioniert auch wirklich sehr gut, wie ihr hier sehen könnt. Hier könnt ihr jetzt auch sehen, wie es von einem wieder ins andere zurückströmt. Hier kann man erkennen an den Wellen, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht glaubt, dass hier jetzt wieder eine Strömung vorhanden ist, welche den Wasserspiegel wieder ausgleicht auf die ursprüngliche Höhe. Ihr müsst allerdings auch aufpassen, auf der anderen Seite kann es passieren, dass Sachen hereingesogen werden und dort wieder herauskommen, was auch nicht weiter dramatisch ist, denn am Ende sind die Dinge ja eben miteinander verbunden. Ihr müsst nur darauf achten, dass ein Ende vom Schlauch immer tiefer als das andere hängt, denn nur so kann tatsächlich auch der Wasserspiegel ausgeglichen werden, mittels Physik und Luftdruck und Schläuchen, wie ihr es hier sehen könnt. Ein bekanntes Phänomen auch, zum Beispiel, wenn ihr versucht, bei eurem Auto Benzin rauszusaugen mit dem Schlauch, wie ihr es vielleicht kennt. Auf jeden Fall können wir jetzt hier erkennen, dass das Ganze sehr gut funktioniert und die Pumpenanlage nicht nur meinen Wasserfall versorgen kann und nicht nur in diesem Aquarium eine Strömung verursacht, sondern auch in diesem hier hinten. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es war für euch interessant zu betrachten, wie man mittels Schläuchen zwei Aquarien miteinander verbindet und eine Strömung verursacht. Falls es euch gefallen hat, gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben und schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei, würde mich freuen. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr auch nicht vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.